Ich glaube, Sie sind auf gutem Weg. Das, was ich gelesen habe über die Position, das klingt sehr vernünftig. Und deswegen meine ich, es ist eine gemeinsame Anstrengung wert. Insgesamt kann man nicht sagen, dass die Forderungen unberechtigt wären. Der Punkt ist, man darf, glaube ich, den Bürgerinnen und Bürgern, auch den Studentinnen und Studenten, nicht Dinge versprechen, die man nicht einhalten kann. Klar ist für mich, wir wollen eine Hochschule in Schleswig-Holstein haben, Hochschulen, die auf Spitzenniveau sind. Und dazu muss man was tun. Das geht nicht zu Bedingungen, die finanziell schlechter sind als in allen anderen Ländern. Wir Sozialdemokraten sagen, dass wir alle Hochschulstandorte erhalten wollen und die Hochschulen aber ihr eigenes Profil haben müssen. Aber es fehlen in Teilen die Mittel. Und unser Ziel muss es sein, dafür zu sorgen, dass wir jedenfalls so gut sind, und da kann man vielleicht nicht jedes Angebot aufrechterhalten, aber dass wir nicht insgesamt Mittelmaß bieten, sondern dass in den Dingen, wo wir richtig gut sind, wir auch bundesweit mithalten können. Und dazu dürfen wir nicht mit der Kürzungspolitik fortfahren, die fantasielos einfach nur Nein sagt oder die Studiengebühren vorschlägt, wie das da teilweise der Fall ist in Ländern, wo Schwarz oder Gelb regieren. Und jenseits der Landesmöglichkeiten kann man ja auch nochmal sagen, statt wie die FDP den Menschen Steuersenkungen zu versprechen, wäre ja vielleicht auch ein Weg zu sagen, dass wir diejenigen mit den höchsten Einkommen und Vermögen stärker heranziehen. Das brauchen wir, um Bildung zu finanzieren. Das würde auch helfen bei dem, was in der Wissenschaft fehlt.